Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So Freunde, nächster Vlog, später Vlog. Wir spielen heute gegen Sperber. Erstes Saisonspiel. Wir spielen auf Rasen, richtig cooles Stadion, wie ich auch finde. Ich zeige euch gleich ein paar gleich. Nehmt euch ein bisschen mit, ich bin schon vor Ort. Es sind auch wieder ein paar Zuschauer auf jeden Fall am Start. Ich filme die mal, ich hoffe, die schreien gleich nicht rum. Das ist immer ein bisschen, ne? Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Wir sind heute erstes Auswärtsspiel. Es fehlen ein paar. Wir haben dennoch eine sehr, sehr gute Truppe, denke ich. Viele sind im Urlaub, ist ja auch noch Kreisliga, ne? Also die können ruhig mal ihren Urlaub machen. Lasst gerne ein Like auf das Video da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen. Übrigens zu mir, ich kann so in 2-3 Wochen eigentlich wieder spielen, hoffentlich. Ich mache aber noch Pause wegen meinem Real Life Cup, wenn ich mich nämlich zu früh reingehe und mir dann was reiße, das wäre sehr großer Quatsch. Deswegen, ja. Eine Stunde vor Spielbeginn. Wir erwarten wieder, weiß ich nicht, so an die 1000 Zuschauer Auswärtsspiel. Ja, auch wieder, der Support ist echt krass. Ich bin mal gespannt, wie sich das die Saison hinweg überentwickelt. Ich denke, die ersten Spiele sind eher die gehypteren. Es ist 13 Uhr, aber ich denke, dass wir immer eine schöne Community am Start haben werden, die uns immer supporten werden. Aber ich denke, so immer 1000, 2000 Zuschauer, das wird haarig. Ach, das ist richtig warm hier, Mann. Das hier ist Paul. Was hat der für Waden? Was ist das? Warte mal. Hä? Was ist das für Dinger? Die Jungs machen sich hier gerade warm. Aufstellung wird gleich bekannt gegeben. Die Jungs, die Gegner, machen sich auch schon seit, ich weiß gar nicht, ich glaube, als ich hier ankam, waren sie schon draußen. 12.50 Uhr oder so. Da waren sie schon am Start. Echt krass. Wie eine kleine Nähmaschine, wie eine kleine Nähmaschine, wie eine kleine Nähmaschine, wie eine kleine Nähmaschine. Ja, ist wichtig. Jetzt hier, oh, so, Jungs. Komm, ja, sieht stark aus. Ja, passt. Trainer ist jetzt auch da. Wie viele Kilometer heute laufen? Es ist 13.30 Uhr. 90 Kilometer warst du heute 90, laufen? Ja, 19. Digga, das ist eklig von dir. Also wirklich, jeden scheiß Tag. Um wie viel Uhr? 6 Uhr. Du stehst freiwillig um 6 Uhr auf und gehst laufen. 19 Kilometer. Ja. Alles, was du gerade in diesem Satz gesagt hast, ist falsch. 6 Uhr aufstehen, wenn man es kann. 19 Kilometer laufen. Alles ist einfach falsch. Was hofft ihr euch heute vom Spiel? Schönes Spiel, keine Verletzten. Und Sieg. Sieg hoffen ja, wir uns. Okay, Jungs, erstes Ligaspiel heute. Mannschaftsaufstellung. Markus im Tor. Innenverteidigung Marco und Ali. Links und Dennis Außenverteidiger. Paul fängt heute auf der 6 an. Ein bisschen offensiver ist Luca in der Zentrale. Linkes Mittelfeld ist Dia. Rechtes Mittelfeld Abdul. Sydney in der Zentrale auf der 10. Und vorne fängt Dennis heute an. So gehen wir heute ins erste Ligaspiel. Der Gegner, die sind seit 2 Wochen aufgeregt. Beziehungsweise aufgeregt, seitdem sie erfahren haben, dass sie gegen uns spielen. Ich bin da mit dem im Austausch, die haben ja alles organisiert, ihren Grill aufgestellt und so, haben sich viel Mühe gegeben. Ich glaube, haben vielleicht auch ein, zwei Spieler aus ihrer ersten, was jetzt aber egal ist, sie spielen eine Klasse wie bei uns. Also das sollte jetzt nicht das Ding sein. Die müssen unser Spiel abliefern. Ja? Hinten schön aus der Defensive herausspielen, ein bisschen weniger diese unüberlegten langen Bälle, sondern die cleveren langen Bälle. Dann müsst ihr wisst alle, wie zum Beispiel Abdul spielt. Ja? Wenn wir Abdul den Ball lang spielen, möglichst nicht in Fuß, sondern Abdul lieber 10 Meter im Voraus den Ball spielen, damit er sein Tempo rausspielen kann, seine Waffe und eben den Ball hinterhergehen kann. Der Rasen sollte relativ hoch, sind auch keine Linien da, aber die Höhe vom Rasen macht natürlich den Ball ein bisschen langsamer. Wenn man halt flache Bälle passen, müsst ihr ein bisschen doller gegentreten, damit der Ball nicht verhungert. Gerade auch, wenn man mal in der Abwehr aus dem Mittelfeld zurück zum Marc, zum Torwart spielen, gegentreten, ja, damit er auch bei Marc ankommt und nicht irgendwo liegen bleibt und dann kann der Gegner dazwischen springen. Hab ein bisschen Bock, ja, heute in der Kabine auch so, mir fehlt ein ganz klein bisschen das Feuer, da war der letzte Woche ein bisschen heißer gewesen. Ja, das ist so ein bisschen, da will ich auf dem Platz sehen, dass wenn wir jetzt rausgehen, dass ihr auch wirklich Bock habt, 90 Minuten abzuliefern. Die 5 Auswechselspieler, die da sind, werden auch reinkommen. Von denen will ich auch, dass egal wie lange sie spielen, ja, letzte Woche Dennis, Auswechselspieler eingewechselt, zack, Tor geschossen. Da brauchen wir nur 15 Minuten abliefern. Darf er heute mal von Anfang an spielen. Und so wird es die ganze Saison gehen. Ja, jeder wird mal von Anfang an spielen, auch ein Ali wird mal draußen sitzen, weil er bei
weil mir sein Bild nicht gefallen hat, was er gemalt hat oder sowas. Nein, aber wir müssen halt gucken, dass wir alle irgendwo alles spielen lassen, dass alle Bock haben und dass ihr alle auch Lust habt, abzuliefern. Eli, hast du ein Wort an die Mannschaft? Ja, unterschätzt die Jungs bitte nicht, die sind übertrieben heiß. Unterschätzen bitte nicht unterschätzen. Nicht überheblich. Ja, nicht überheblich. Nicht überheblich, nicht arrogant, nehmt die Gegner ernst und liefert ab. Genau. Ich habe auch rübergeguckt, die waren fußballerisch gar nicht so schlecht in ihren Eck. Also direkt vorne rauf, Ali, du musst schreien, wirklich, so wie letzte Woche, ihr müsst da stehen und dann pushen. Wenn ihr ein Tor schießt, nehmt die Zuschauer mit, die wissen gar nicht, wie die damit umgehen sollen, die Gegner. Die spielen zum ersten Mal. Ja. Und nicht ankacken gegenseitig. Nicht ankacken. Pusht euch gegenseitig, Fehler passieren, ein Bein wird mal verspringen, egal. Holt euch die Bälle zusammen, presst zusammen vorne. Wenn ihr seht, dass vorne Dennis Druck macht, aus der zweiten Reihe mitmachen, guckt auf eure Mitspieler. Also wirklich zusammenpressen, die werden den langen Bälle rausspielen, wir kriegen den zweiten Ball, sind wieder am Ball besetzt. Ja. Hier weiß ich nicht, ob jemand Torschützenkönig werden will. Ich weiß schon. Wirklich immer weitermachen. Ja. Jetzt gucken alle drauf. Am Ende vielleicht irgendein Rekord brechen oder so, aber richtig, die Jungs. Macht mal Spaß an. Ja. Was hoffst du dir vom Spiel heute? Also wir müssen eigentlich gewinnen. Erstes Spiel, wir müssen gewinnen. Ich hoffe auch, wir machen diesmal unsere Chancen ordentlich rein. Dass wir so 5, 6 Törchen schießen, wäre cool. Freunde, ab jetzt sind wir im Spielbetrieb vom Berliner Fußballverband offiziell in der Liga. Bin ein bisschen nervös. Sehr stark, Dennis. Genauso, Dennis, genauso. Super. Ich freue mich für Dennis. Der Mann kommt nämlich immer zum Training. Dennis kommt immer zum Training, Freunde. Sehr gut, Abdul. Weiter hoch! Ach, schade. Der ist krass verunsichert. Ja, absolut. Das ist wichtig. Also der wird jetzt erstmal ein bisschen Stress haben, die nächste Zeit. Gut, Luca! Komm, Luca! Nein! Der Fünfer steht doch! Gute Aktion. Luca, ich mag Luca, er geht immer so schnell nach vorne. Kora schneidet das rein. Balleroberung, immer schnell nach vorne. Ich
glaube, wir sind so gerade in der 10. Minute. Die spielen ein bisschen defensiver, aber irgendwie ist hier noch nicht so ganz das Feuer drin. Wir führen zwar 1-0, wir haben aber immer so komische Halbchancen. Wenn die es ein bisschen besser ausspielen würden, dann könnte man hier schon bis vielleicht 2-0 führen. Weiter mit! 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 Weiter mit!
Ja, Digga, das war glaube ich abseits. Ich weiß, ich will mal eine Kameraeinstellung haben, aber ich glaube, Kreisliga, dass da so oft Fehlentscheidungen für uns zugunsten, aber auch für die. Also es nimmt sich glaube ich nicht viel. Aber ich glaube, es war kein Abseits. Gehalten, super Ball von dir. Sydney, ich brauche Sydney, ich hab's ihm gesagt, 30, 40 Saisontore, kann er easy machen. Wenn er so eine Dinger hier reinmacht und voll torgeil ist. Dafür. Es ist das vierte Mal, dass er, also dieses Spiel abends... Weiter geht's, Luca! Weiter geht's! Ich muss nicht nachdenken! Ordentliches Spiel von uns, wir haben den Zugriff, aber irgendwo fehlt uns noch ein bisschen die Geilheit, das heißt ein paar Chancen liegen gelassen, wir werden die Jungs jetzt nochmal heiß machen. Das ist Spaß, wirklich, das ist geil. Ja? Was? Das ist geil. Erste Halbzeit lief, okay, wir hätten viel mehr Tore machen können, wir führen jetzt 3-0, glaube ich. Ich hätte einen reinmachen müssen, wir hatten noch 1000 Kopfballchancen gefühlt, aber ist okay. Nächste Halbzeit mehr Tore machen als in der ersten. Bam, 3-0, da geht in der zweiten Halbzeit mehr, ich glaube, es fallen noch ein, zwei Tore auf jeden Fall. Annehmen. Tunnel? Ich will einfach nur direkt Tor machen. Links. Sah aus, als wenn du ihn gerne tunneln wolltest. Ja, motiviert dich auf dem Platz. So. Und wenn sie den Fuß, die sind übertrieben im Arsch. Die können nicht mehr. Sechs ist die Serie. Du und Luca, ihr habt so viel Zeit die ganze Zeit. Ne? 3-0 zur Halbzeit ist okay, aber das ist spielerisch. Können wir da natürlich noch mehr. Wir haben ein paar zum Schluss jetzt ein paar Angriffe gehabt, die waren ganz okay gewesen. Sah auch gut aus. Zwei, drei Torschancen, die wir natürlich auch ausgelassen haben. Aber das können wir noch besser. Ja, gerade gegen so einen Gegner, spielt doch mal viel mehr Dreiecke. Tick, 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 boom. Ja, das hat, wenn er es macht, ist es jedes Mal gefährlich. Dann hat einmal Dia zu Sid, Sid hat wieder rübergeschoben, Dia stand ganz frei. War nicht drin, aber ist egal, so sieht doch das mit dem Fußball aus. Über die Außen, auch erst relativ spät zum Schluss, einmal über Abduls Seite, zack, in die Mitte rein, wieder gefährlich gewesen. Einfaches Spiel, einfach die Dreiecke suchen, gar nicht diese langen Pässe unnötig, sondern wenn die einfach den Ball laufen lassen. Natürlich hier und da, ne, Abdul habe ich auch vorhin gesagt, Rasen hoch, ein bisschen doller gegentreten. Sonst bleibt er liegen. Ne? Man muss ein bisschen mehr kommen bei solchen Bällen. Und dann vorne vorm Tor haben wir hier und da auch ein bisschen Pech vielleicht gehabt. Hätte auch schon höher stehen können. Ein, zwei unnötige Chancen für die. Sowas müssen wir verhindern, gerade bei Standards. Jungs, Alter, das ist, ihr seid gefühlt 50 Meter größer insgesamt als der Gegner. Ja, von der Körpergröße. Die dürften gar nicht in die Nähe kommen bei einem Standard von einem Ball. Und bei unseren Standards, die sind der, die kommen zwar an, aber das ist zu wenig Schmackes sind da. Da müssen richtig die Dinger müssen, weil wenn ihr dann ankommt bei wem auch immer in der Mitte, bei unseren großen Leuten, die gehen da
dann hoch und der Ball bleibt an der Stelle fast liegen. Das heißt, da kriegst du kaum Druck hinter. Und die sind auch oftmals zu kurz gewesen. Also da müssen, ich weiß, dann kann jemand anders noch, dann geht hier eher ein bisschen von außen. Das ist jetzt nicht. Willst du nicht? Paul, kannst du noch nie gemacht. Ja, aber du schaffst rein von links. Noch nie gemacht. Ja, Martin, ist ja egal, wir brauchen jetzt nicht rumprobieren. Dir, du machst es jetzt mal weiter. Ist schon okay so. Aber probier die Dinger einfach nur nochmal. Du kannst auch mal flacher reinspielen, aber dann richtig mit Schmackes, Alter. Du hast so einen Bums. Ne? Hier, TikTok ist voll mit irgendwelchen Schüssen, die du irgendwo liegen. Das musst du auch mal hier machen. Irgendwelche Mülltonnen. Ja, naja, ist doch so, Jungs. Und dann ein bisschen mehr das, was ich vorhin vor dem Spiel gesagt habe, diese Freude, Spielfreude. Hab doch mal ein bisschen mehr Spaß, auf dem Platz einfach spielen zu dürfen. Ja, das ist nicht, wie gesagt, eine Selbstverständlichkeit, dass ihr jetzt gerade angefangen habt. Das kann auch im nächsten Spiel anders sein, dass andere Elf anfangen oder so. Also von daher, habt doch mal einfach Bock drauf, den Leuten was abzuliefern. Da sind wieder, keine Ahnung, 5, 6, 700 Leute, die euch zugucken wollen. Zeigt ihnen doch auch ein bisschen was, dass ihr Fußball spielen könnt. Das ist zu viel Stückwerk. Ich weiß, gegen einen Gegner, der vielleicht nicht so gut ist, fällt es halt immer ein bisschen schwerer und man passt sich auch immer leider ein bisschen dem Niveau an. Das ist halt so. Aber Schalter umlegen und unser Spiel machen. Seid mal ein bisschen geiler drauf, auch Tore zu machen. Tore gemeinsam zu feiern, Tore zu machen, spielt besser, baut Dreiecke auf. Ihr seid spielerisch so viel stärker, habt einfach mal Spaß daran. Lasst den Ball einfach laufen. Ja, wir müssen nicht alles mit Dribblings lösen. Und wenn er nicht reingeht, der Ball vorne, ist egal. Ist egal. Nächste Chance. Nicht Kopf runter, sondern zack, nächste Chance. Luca und der Pfosten oder Latte, ihr habt da irgendwie eine Beziehung. Ja. Ja, das ist halt ein Ding, ich weiß ja auch nicht wieso. Er macht das es halt. Ist halt, immer weitermachen. Hast dich da gut durchgesetzt, schön geköpft, alles super gewesen. Beim nächsten Mal geht er rein. Abdul, du kommst erstmal raus. Wir können auch wieder einwechseln, ist ja nicht Pokal. Also Abdul, du kommst erstmal raus. Und Dennis, du kommst erstmal raus. Dafür kommen Jonas rein und Michael kommt rein. Michael geht nach rechts außen und Jonas geht in Sturm. Die anderen, die ich jetzt hier ausgewechselt sind, die beiden, ihr kommt mit auf die Bank, ihr könnt wieder rein, wenn es sich, muss mal gucken, wie es sich ergibt. Das sollt ihr machen, ja? Ihr müsst nicht hier auf dem Bierdeckel, dafür gibt es halt ein, zwei Spieler, die es machen können. Der Rest soll einfach geilen Fußball spielen. Gib mal nochmal richtig geil. Komm mal, Männer. Genau. Für die zweite Halbzeit irgendwas. Andi ist ein Sprücheklöpfer. Er spricht ja auch ab und zu mal einen Spruch raus. Aber ja, was er schon gesagt hat, das stimmt schon. Die Jungs spielen gut, könnten auch höher spielen, die lassen auch nicht so viel anbrennen. Der Gegner hatte ein, zwei Chancen. Klar. So ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr. Das fehlt mir hier ein bisschen. Aber die Jungs spielen trotzdem sehr, sehr gut. Mal gucken, wie sie es jetzt machen. Wir werden wechseln. Mal gucken, wie die Jungs sich da anstellen. Schon wieder Mitarbeiter auch noch was sagen zu der ersten Halbzeit. Ja, erste Halbzeit war ein bisschen schläfrig, aber 3-0. So weit, so gut. Ein paar mehr Tore hätten fallen können. Jetzt, ich denke mal, das Spiel wird ein bisschen vor sich hin plätschern. Ein paar Tore hätten vielleicht noch fallen, aber ich denke mal so, es wird so eigentlich wieder so 5-6-1 enden bestimmt. Analyse zur ersten Halbzeit? Ja, also ich würde sagen, ganz gut gemacht, aber ich muss auch sagen, der Gegner auch nicht so schlecht eigentlich wie erwartet. Also die sind schon griffig, haben ein, zwei Leute, die was drauf haben. Ja, so ein bisschen der Biss fehlt noch bei uns. Der Biss fehlt noch. Also die Jungs müssen noch ein bisschen heißer sein, aber ich glaube, die zweite Halbzeit sieht schon besser aus. Na, ich bin eigentlich zufrieden, aber ich hatte gedacht, dass wir noch ein paar Buden mehr machen. Aber ich sag, der Michael macht noch eine Bude und ich glaube, Jonas macht auch noch eine. Und mein Tipp ist 7-0. Wir machen einfach auch keine Standardtore, ne? Erstes Spiel haben wir zwei gemacht und ich glaube, seitdem haben wir nie wieder ein Standardtor gemacht. Schade. Der ist eigentlich beidfüßig, hat er mir auf jeden Fall gesagt. Aber so muss das sein. Spielen gehen, gar nicht dieses Rumgefühle. War ein guter Angriff. Oh!
Alter, teilweise so verblödet, Digga. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe das Gefühl, die Jungs so, ich weiß, ist zwar Sonntag und so, aber ich habe nicht das Gefühl, die haben Bock, Tore zu schießen. Zusammen mit Luca, jawohl! So, die sind nicht so torgeil. Letztes Mal war es besser. Lukas von Italien. Komm, Marco! Super Platte, zack, rein. Wir machen nämlich zu wenig aus Standards. Aber das war super. Wir haben 125, fast 20 Kilo, 19 Kilo da. 19 Kilo hat er schon abgenommen, Freunde. Und ich sag's dir, wir bringen dich auf zu 92, 93. Dann rufen die ganzen Dummköpfe an aus der dritten und zweiten Liga. Und dann, dann sagst du, redet mit dem Präsidenten und dann kack ich den vor die Haustür. Das mache ich nämlich. Ist ein Deal. Ja. Scheiße.
Tages bitte einblenden. Junge, der denkt, er hat ein tolles Tages gemacht, nur weil sein Kopf beim Winkel ging. Halt mal die Fresse. Hast du Jonas sein Tor gesehen? Hast du Luca sein Tor gesehen? Nee, deins war richtig krass. Und noch eins. Perfekt, danke euch. Meinung zum Spiel? Ja, am Anfang ein bisschen schwer getan, aber so gegen Ende, als sie ein bisschen müde wurden, haben wir es auch sauber rausgespielt, die Dinger reingemacht und es alles was zählt. Das Wichtigste aber zu null. Ich erfahre gerade, dass er nicht angemeldet ist bei uns. Das betrifft mich zutiefst, wirklich. Hast du dich wirklich angemeldet? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Kaderplaner, ich bin nur der Trainer. Deshalb ich muss auch mal mit dem Presi reden, weil ich will da die Rückennummer sehen eigentlich. Ja, sehr geiles Spiel, erstes Ligaspiel, geile Kulisse, die Jungs haben echt abgeliefert und ich glaube, so kann es in der Saison auch weitergehen. Sehr gut. Ein schönes Ergebnis, 19-0 gewonnen. Wieder ein bisschen die Chancenverwertung, also wenn man das Haar in der Suppe sucht, die Chancenverwertung, aber ey, guter Ligastart, sehr gut. Ja, Pflichtaufgabe, ne? 9-0, zweite Halbzeit, hätten wir auch noch ein paar mehr schießen können, aber erste Halbzeit war ich jetzt nicht so ganz zufrieden, zu kompliziert, zu umständlich, muss besser werden. Die Jungs werden nächste Woche ordentlich trainieren, damit wir ein paar Fehler abstellen. Elise Block, erzähl doch mal, wie fandest du das Spiel? Gut, super. Hat Spaß gemacht. 9-0. Erstes Ligaspiel durch, sehr verdient. Wie hoch haben die gewonnen? 7-0? 9-0. 9-0, 9-0, okay. Ich muss sagen, letzte 30 Minuten richtig griffig auch nochmal, war sehr, sehr gut. Alles fair geblieben, glaube ich, sehr cooles erstes Spiel. Boah, also das ist auch ein sehr anstrengender Part. Ich bin zwar nicht hier so, aber ich mache danach immer Bilder und so, ist auch immer sehr hart. Schlecht Nein sagen, weil die... Woher kommst du? Okay. Ja. Achso, Kreuzberg. Von überall aus Deutschland habe ich immer voll das schlechte Gewissen. Das halt immer. Ich versuche es immer, aber ich kann nicht mit allen. Ist auf Stuttgart gegen da. Außer an Arda, mein Cousin. Oh, los. Was sagst du zum Spiel? War auf jeden Fall sehr knapp, Alter. Also wir haben uns gut geschlagen. Aber erste Halbzeit fand ich euch echt schlecht. Erste Halbzeit war gut, ja. Aber danach hast du gemerkt, konditionell ging bei uns gar nichts mehr. Aber war cool, war eine coole Erfahrung, Alter. Hat Spaß gemacht. So, Freunde, das war's vom Spiel. Erstes Saisonspiel, 9-0 gewonnen. War ganz gut. Erste Halbzeit fand ich nicht so gut. Zweite Halbzeit haben wir sehr cool gespielt, meiner Meinung nach. Da haben sie auch den Gegner gut laufen lassen. War ein sehr cooles Spiel, die Jungs hatten Spaß, haben sogar echt noch viele gefehlt, sogar die Stammspielerpotenzial haben. Ne, Medina, was sagst du zum Spiel? 9-0, was soll ich dazu noch sagen? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Viele Tore. Ich denke, das wollen die Zuschauer auch immer am meisten sehen, die Tore. Stimmen nach dem Spiel haben wir uns zu Kritik genommen. Wir wollten zwischen den Spielen und nach dem Spiel natürlich auch immer so mehr Stimmen hören. Das waren jetzt noch meine. Wir mussten da noch weg. Es ist echt krass. Also ich versuche da natürlich so viel wie möglich euch entgegenzukommen. Und wir danken euch für den Support. Waren wieder rund 1000 Zuschauer da. Sehr, sehr nice. Dankeschön an alle, die am Start waren. Ich hoffe, ihr habt das Video enjoyed. Das waren unsere ersten 3 Punkte in der Vereinsgeschichte. Ein sehr deutlicher Sieg. Wir machen weiter. Nächste Woche haben wir unser nächstes Spiel. Ja, das war's von uns. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen ablenken. Kuss, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Delay Sports.